Ihr alle kennt Wärmepumpen, aber diese Wärmepumpe, die kennt ihr sicherlich nicht, denn das ist die größte Deutschlands. Die Anlage liegt in Stuttgart, nutzt die Wärme von einer Müllverbrennungsanlage und kann ziemlich viele Haushalte versorgen, und zwar 10.000 Stück. Und das Ganze hat zwei große Vorteile. Erstens nutzt man die Abwärme, die sonst einfach so in die Luft gegangen wäre. Und zweitens wird das Kühlwasser, was sonst einfach in den Fluss gelassen wird, dadurch kühler und der Fluss heizt nicht so sehr auf, was ziemlich wichtig ist.